auch für Rheinmetall ist eben die arabische Halbinsel, also die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien, sind wichtige Märkte. Und um dort weiter Rüstungsgüter hin zu exportieren, trotz Exportbegrenzung, verfolgt Rheinmetall eben eine internationale Strategie. Das heißt, sie versuchen das eben über Tochterfirmen auszuliefern. Der Rheinmetall-Vorstand Helmut Merch sagte dann Mitte November, nachdem es diesen Exportstopp nach Saudi-Arabien gab, in einer Telefonkonferenz, sagte er, dass eben Lieferungen von Munition über Tochterfirmen in Italien und Südafrika an Saudi-Arabien nicht von dem deutschen Exportstopp betroffen sind. Und diese Lieferungen, vor allem von Munition, belaufen sich auf über 100 Millionen Euro. Also das eine Tochterunternehmen ist ja dieses RWM Italia, was ich ja vorhin erwähnt hatte. Das hat den Sitz auf Sardinien. Und dann gibt es noch ein Joint Venture, also Rheinmetall Denel Munition, wo Rheinmetall 51% hat und der südafrikanische Staatsbetrieb Denel hat da 49%. Und sowohl RWM Italia als auch Rheinmetall Denel erhalten ganz viele Großaufträge aus dieser Region, Mittlerer Osten und Nordafrika. Rheinmetall Denel hat zum Beispiel 2016 eine ganze Munitionsfabrik in Saudi-Arabien erbaut. Also gebaut wurde es von einem saudischen Unternehmen, aber Rheinmetall Denel Munition betreibt diese Munitionsfabrik. RWM Italia stellt vor allem Sprengstoffe her und Munition und liefert das eben auch bis vor kurzem an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gab jetzt aber Anfang August einen Stopp für diese Lieferungen, weil die italienische Regierung die Exportlizenz dafür aufgehoben hat. Das gilt jetzt, dieses Exportverbot, für 18 Monate, auch für bereits genehmigte Lieferungen. Also da ist es eigentlich eine ganz positive Entwicklung, dass zumindest von RWM Italia momentan kein Kriegsgerät nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden kann. Was man noch wissen muss bei diesem Umgehen der Exportgenehmigung, das liegt auch daran, dass diese Bomben in Italien eben nicht mit deutschen Bauplänen hergestellt werden, sondern nach amerikanischen Plänen. Also deswegen gibt es da auch nicht die Notwendigkeit einer Exportgenehmigung. Und in Südafrika werden südafrikanische Baupläne für die Bomben genutzt. Genau, und im Jemen hat eine Menschenrechtsorganisation 2016 schon eben Teile von einer Lenkbombe gefunden mit einer Seriennummer der Firma RWM Italia, also wo man eben direkt nochmal mit Bild auch sehen konnte, dass das Kriegsgerät da direkt eingesetzt wird bei einer Bombardierung oder bei einem Luftangriff, wo am Tag davor eine sechsköpfige Familie gestorben ist. Was auch nicht genehmigungspflichtig ist, ist eine technische Unterstützung. Also wenn deutsche Manager im Ausland sind und da Beratungen machen, das ist auch nicht genehmigungspflichtig. Es ist zum Beispiel ein ehemaliger Rheinmetall-Manager, Andreas Schwer, der ist jetzt in Saudi-Arabien bei einem staatlichen Rüstungsunternehmen tätig. Und auch noch ein Beispiel für so eine Verknüpfung zwischen Rüstungsunternehmen und Politik ist der Dirk Niebel von der FDP. Er war Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von 2009 bis 2013 und wurde dann im Anschluss 2015 der Leiter internationale Strategieentwicklung und Regierungsbeziehungen bei Rheinmetall. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Rheinmetall auch Sensoren herstellt. Also Rheinmetall verdient eben auch am europäischen Grenzregime. Da habe ich noch ein Zitat von Dirk Niebel vorlesen. Das ist von Februar 2018. Da hat er gesagt, ich kann nicht mit Fußpatrouillen kilometerlange Grenzen zwischen Libyen und Ägypten sichern. Da muss auch technologisch geschützt werden. Und technologischer Schutz heißt ja nicht immer Mauern bauen oder Zäune ziehen, sondern technologischer Schutz kann auch sensorische Überwachung sein. Es kann Bodenradar sein, es können Flugobjekte sein. Da gibt es je nach Topografie und Rahmenbedingungen die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also da hat er quasi die Produktpalette, die Rheinmetall hat, schon erwähnt, eben diese Sensorsysteme oder Bodenradarüberwachung, das sind alles Sachen, die Rheinmetall eben auch herstellt und dann eben auch an der Festung Europa mitverdient. Genau, also zusammenfassend lässt sich sagen, Rheinmetall profitiert sowohl von Kriegen weltweit, von der Aufrüstung und von der Abschottung,
Und es gibt somit zahlreiche Gründe, gegen diesen Konzern aktiv zu werden.